Ich glaube, seine Majestät geruht schon zu schlafen. Geruht zu schlafen? Jetzt am Mittag? Reisender? Ich bitte Eure Majestät, im Namen aller Generale einen Aufruf an unser Volk zu richten. Aufruf? Was für einen Aufruf? Einen Aufruf an Ihr Volk, Majestät. Einen Aufruf zum Kriege, der auf den Straßen, auf den Plätzen angeschlagen wird und in den Zeitungen erscheint. Die Stunde ist da. Aufruf zum Kriege? An das Volk? Wieso an das Volk? Sache der Armee? Nein, no. Sehr wohl, Majestät. Aber das Volk wird die Armee sein. Das ganze Volk. Schauen, Majestät, da hinaus. Das Volk steht auf. Der Sturm bricht los. Ja, Majestät. Rebellen? Was? Ihr Volk, Majestät. Meine nicht, Sie mit Rebellen, Eisenhower. Hoffe, nicht Sie meinen zu müssen. Majestät, ich gehöre zu denen da unten. Mein großer Ahnherr Friedrich II. Hat auch kein Volk hinter sich. Nur Soldaten. Ein Volk leidet nur unter einem Kriege. Jedes Volk ist ein Feind vom Kriege. Was kann es mir bieten? Den Glauben, Majestät. An die Kraft, an das Recht und an den Sieg. Wenn es nach dem Volk gegangen wäre, so hätten wir Napoleon, als er mit seinen Generalen auf der Flucht durch Deutschland war, gefangen gesetzt. Gezögert haben bloß immer die Diplomaten und die Militärs, die sich von diesem Herrn Metternich gängeln ließen. Versäumen wir nicht wieder den Augenblick, Majestät. Kennen ja meine Meinung, Eisenhower. Wir sind ein Fantast, Poet, deutscher Träumer. Wirklichkeit sieht anders aus, Eisenhower. Ich kenne die Wirklichkeit, Majestät. Ich sah ihr ins Gesicht, damals in Kolberg. Als unsere Armeen auseinanderstoben und sie Napoleon durch ganz Deutschland vor sich hertrieb, als eine Festung nach der anderen fiel, da waren es die Bürger, die Preußen gerettet haben. Denke, Sie sind der Sieger von Kolberg, Eisenhower? Nicht ich, Majestät. Die Bürger waren es, die allein nicht kapitulierten. Sie gaben uns Militärs erst die Möglichkeit, die Festung zu halten. Nettelbeck. Nettelbecks wehrhafte Bürgerschaft. Das Volk von Kolberg. Majestät! Gneisenau! Majestät, sprechen Sie zu Ihrem Volk. Damals in Kolberg, da ist mir der Gedanke aufgegangen. Der Gedanke eines Volksheers, was ich damals noch unklar erkannt habe. Scharnhorst hat es dann gestaltet. Jetzt ist die allgemeine Wehrpflicht in Kraft. Nun drängt sich das Volk zu den Waffen. Damals in Kolberg erlebte ich die Geburtsstunde der deutschen Freiheit. Als Fürsten und Könige ihr Volk verlassen hatten. Gneisenau! Haben keine gute Meinung über Fürsten und Könige, was? Haben auch keine gute Meinung über mich. Ehrlich? Gneisenau? Doch, Majestät. Sonst stünde ich jetzt nicht vor Eurer Majestät. Aber ein König muss sein Volk führen. Das ist eine natürliche und gottgewollte Aufgabe. Und wenn er das nicht kann, dann muss er abtreten. Gneisenau. Wie jener deutsche Kaiser damals in Wien. Er verließ sein Reich in der Stunde der Not. Wir, Franz II., von Gottes Gnaden erwählter Kaiser, Erbkaiser von Österreich, erklären, dass wir in Ansehung verschiedener politischer Geschehnisse im Reich, über die wir nicht mehr Herr sind, sowie insbesondere nach der Bildung des Rheinbundes, nach der Abtrennung Sachsens und der unentschlossenen Haltung des preußischen Königs, das Band, welches uns bis jetzt an den Staatskörper des Deutschen Reiches gebunden hat, als gelöst ansehen und uns dadurch von allen übernommenen Pflichten gegen das Deutsche Reich losgelöst betrachten und die von wegen desselben jetzt getragene Kaiserkrone niederlegen. Wenn es etwas geben kann,
den tiefen Schmerz zu mildern, der mich in diesem tragischen Augenblick niederbeugt, wo die tausendjährige Geschichte eines Reiches zu Ende geht, ist es allein die Hoffnung und Zuversicht, dass dieses Opfer den Völkern den Frieden bringt. Von nun ab die Waffen schweigen. Lettelbeck, eine Proklamation an die Rheinbundstaaten, Straßburg, an Mainz und alle deutschen Städte. Der Bevölkerung der deutschen Länder, die befürchtet, der Krieg werde ihre Häuser, ihr Hab und ihr Gut zerstören, mache ich bekannt, dass es nur mein Wunsch ist, das Glück und den Wohlstand Europas zu sichern. Napoleon, Kaiser der Franzosen. Bauernfängerei, auf das fallt ihr rein. Gegen Kanonen kann man nur Kanonen richten, keine sentimentalen Gefühle. Das sind genau die Anschauungen, die uns von einem Krieg in den anderen hetzen. Deine patriotische Gesinnung in Ehren, aber... Lassen Sie mich mal, Herr Werner. Herr Nettelbeck, glauben Sie denn wirklich, dass das kleine Preußen gegen den Welteroberer etwas ausrichten kann? Wäre es nicht vernünftig, man ließe die Machtverhältnisse bestehen, wie sie sind, und hielt auf Frieden, Ordnung und Wohlstand? Einer muss ja regieren. Aber warum gerade wir? Vasallen werden, wo wir Herren sein können. Knechte im eigenen Haus. Nur damit Ihre Geschäfte nicht gestört werden, Herr Kollner. So darfst du doch nicht reden, wenn das irgendeiner von den Pfahlbauern erzählt. Und gerade du, du hast doch die Welt gesehen. Du musst doch einen ganz anderen Blick gekriegt haben, einen anderen als den hier aus der Kolberg-Perspektive. Ja, wenn du nicht gewesen wärst und hättest mir erzählt von deinen Reisen, wäre ich auch nicht dazu gekommen, rauszukommen und selber zu sehen. Und so habe ich einen Weltblick gekriegt. Ich bin ja ein Weltbürger geworden. Na, wir können klug schnacken, so viel wir wollen. Wir werden heute die europäische Frage nicht mehr lösen. Geh zum Bullenwinkel auf, zu deinem Vater, willst du mit? Wozu denn? Ich fühle mich doch hier sehr wohl. Na, an jeder, wo er sich am wohlsten fühlt. Was trinken? Nein, danke. Das ist aber nett von dir, dass du zu uns gekommen bist. Ja, ich hab's nicht ausgehalten da bei dem Trubel auf dem Marktplatz. Du machst aber so ein ernstes Gesicht. Ach, Klaus macht mir Sorge. Was, Klaus? Ich hätte dich doch nicht überreden sollen, ihn rauszuschicken nach Straßburg auf die Musikschule. Geigenspielen hat er vielleicht gelernt, aber sonst... Ja, ja, Bauer, das ist er nicht mehr. Er hat mehr das Blut seiner Mutter als meins. Die ist auch nie Bäuerin geworden. Die ist immer die Kantorstochter geblieben. Maria, die ist nach mir geschlagen. Friedrich auch. Ja, Friedrich. Habt ihr was von ihm gehört? Der liegt doch mit Schilder beim Herzog von Braunschweig. Nettelbeck, du hast doch irgendwas. Bei Jena oder Auerstadt. Woher weißt du denn? Du weißt was von Friedrich. Ist ihm was? Nein, von dem Jungen weiß ich nicht, aber... Aber? Luca, du hat anbefohlen, es soll nichts verlauten.
Den Bürgern soll das Fest nicht gestört werden und... Red doch schon, um Himmels Willen. Was ist denn? Schief ist es gegangen. Was? Die Preußen sind geschlagen. Prinz Louis Ferdinand ist tot. Bei Saalfeld ist er gefallen. Der Prinz? Preußens Herz. Frédéric Le Grand. Friedrich der Große. Serais-je là si tu vivais encore? Monsieur! Hast du 400 Leute an Schild und 10 Kameraden Quartier auf deinem Hof? Oh, gewiss, mein Junge. Gewiss. Wo ist der Leutnant? Hier. Leutnant sind Sie? Sie gucken wegen der Uniform. Meine Uniform liegt irgendwo zerfetzt bei Auerstedt. Wenn Sie sich bei einem alten Wachtmeister wohlfühlen, dann kommen Sie mal rein. Die Ernte ist drin. Aber sie muss bei Zeiten rationiert werden. Auch müssen die Kartoffeln aus der Miete reingeholt werden, ehe der Frost kommt. Neulich hat es schon geschneit. Da ist ja schon wieder ganz warm geworden. Nur nicht überhasten. Aber warum wollen Sie denn die Kartoffeln aus den Mieten wieder rausholen? Weil wir es in der Stadt brauchen. Wenn wir warten, bis der Feind vor den Toren steht, ist es zu spät, die Kartoffeln reinzuholen. Und eine Stadt kann sich nur halten, wenn die Ernährung gesichert ist. Ist das Sache der Bürger? Das ist auch eines jeden vernünftigen Menschen, dafür zu sorgen, dass genügend Korn, Mehl, Schlachtvieh und Branntwein in der Stadt ist. Ich hatte mir da genaue Verzeichnisse gemacht, bin von Haus zu Haus gegangen, in allen Scheunen und auf allen Speichern bin ich herumgekrochen. Ich habe genau aufgezeichnet, was überhaupt an Vorräten noch vorhanden ist. Wer hat Sie dazu befugt? Ich mich selbst. Ich bin Bürgerrepräsentant. Mein Amt gibt mir ein Recht dazu. Bitte. Was sollen denn diese Zettel? Diese Zettel sollen Ihnen eine Unterlage bieten, Herr Kommandant, für die Einkäufe bzw. die Requirierungen von Lebensmitteln. Zerbreche er sich bitte nicht meinen Kopf. Für die Ernährung meiner Soldaten habe ich gesorgt. Ah, und die anderen können hungern. Meine Magazine sind voll bis unters Dach. Ihre Magazine liegen viel zu sehr auf einem Haufen, Herr Kommandant. Eine viel zu gute Zielscheibe für den Feind. Eine Bombe in diese Fachwerkspeicher und alles ist hin. Was wollen Sie damit sagen? Dass es sicherer wäre, die Vorräte auf verschiedene Stellen zu verteilen. Unsere Magazine haben der große Kurfürst und Friedrich der Große vor dem Siebenjährigen Krieg angelegt.